Vielen Dank an alle, die meinen Creator-Code Saftiges Gnu verwenden. Übrigens habe ich noch zwei weitere Kanäle. Verspieltes Gnu, auf dem gibt es coole Let's Plays, und Gnu, falls ihr mehr über mich erfahren wollt. So Leute, willkommen heute zu einer Operation. Ich versuche nämlich gerade ein paar neue Jobs aus, weil ihr wisst ja, mit YouTube läuft es bestimmt nicht mehr lange gut. Ich habe mir deswegen heute einen echten Arzt zur Seite gezogen, der mich bei dieser OP beraten wird und helfen wird. Und ich hoffe, wir werden es schaffen. Und da würde ich sagen, Herr Doktor, kommen Sie bitte einmal ins Bild. Es wird sehr interessant werden, Leute, denn ich glaube, ich werde verkacken. So, Herr Doktor. Heute steht an Operation Folgendes an. Und zwar haben wir eine Herzoperation und ich habe noch nie operiert. Und ich hoffe, wir werden das alles schaffen. Ich will starten! Dauert, passiert gar nichts. Hallo? Hallo? Verdammte Scheiße, ich kann nicht starten. Fängt schon gut an. Das ist richtig ernst hier, ja. Die Blutwerte liegen bei 5600 Milliliter. Verlustrate sind 0 Milliliter. Es ist 5.32 Uhr morgens. Das ist die perfekte Zeit, um zu arbeiten. So, Herr Doktor, hier sehen Sie, ich habe für Sie alles präpariert. Soll ich die OP durchführen oder wollen Sie? Machen Sie mal. Okay, mit was fange ich an? Die Säge? Erstmal die Säge. Okay, verdammt, nimm doch die scheiß Säge. Warte, warten Sie, haben Sie Geduld. Vielleicht eher die oszillierende Säge. Was ist eine oszillierende Säge? Die Kreissäge. Wie soll ich denn da rankommen, Mann? Warte. Die andere liegt jetzt eher am Boden, die ist nicht mehr stabil. Ach, das ist doch egal, Herr Doktor. Ich habe die Säge in der Hand und werde jetzt den Patienten öffnen. Oh Scheiße, das sind sie verfallen. Okay, die ist noch gut. Säge wieder aufnehmen. Ich kann nicht, Herr Doktor, ich kann nicht. Sollten wir vielleicht doch lieber zu etwas anderem greifen. Nein! Wir nehmen den Hammer. Ja, ist in Ordnung. Okay, Leute, wir haben den Hammer. Der Patient verliert Blut. Ist das schlimm? Noch sieht es in Ordnung aus. Okay, kann das hier liegen bleiben? Verdammt, ich muss leider irgendwie... Der Patient stirbt, was soll ich tun? Wollen Sie die Operation übernehmen? Lieber nichts. Ich kann... Warum nicht? Okay, Skalpell. Okay, ja, Moment. Ja, 20er Klinge. Was ist denn eine 20er Klinge, bitte? Man hat nur eine Hand, oder? Ja, ist doch normal operieren, oder nicht? Ich habe es. Jawohl. Und jetzt... Einmal quer durch den Rippenknorpel. Was ist denn der Rippenknorpel, bitte? Ich krieg's nicht auf, Mann! Ich glaube, das ist nicht richtig, Herr Doktor. Der Patient stirbt, Mann. Wir haben auch nicht wirklich... Zurück zur Säge. Ich glaube, mit dem Skalpell kommt... Oh nein, ich habe meine Uhr verloren! Ich habe meine Uhr verloren, Herr Doktor. Ich glaube, sie haben sich auch selbst geschnitten. Oh. An ihrer Hand ist eine Fleischwunde. Ist der HIV-positiv? Oder ist es Blut? Gibt's keine Handschuhe in dem Spiel? Ich habe auch keine an. Oh, verdammt. Scheiße, der Patient ist nicht steril. So, Leute. Heute gibt's einen Einlauf. Der Patient stirbt. Ich komme nicht rein. Das ist überhaupt nicht richtig. Irgendwie macht mich das nervös, wenn du mir zuschaust. Können wir die OP einfach nochmal resetten oder den Patienten? Ja. Oh, okay. Das geht gar nicht, ey. Da kriege ich gar kein Blut. Es tut mir leid, aber ich muss das leider... Die kleinsten Handschuhe gewählt. Ich dachte, du hast so Zwergenhände. Kollege, los geht's. Okay. Was nehme ich? Nein, nein, nein. Was nehme ich jetzt? Die Säge. Die Säge, sicher. Ja, und jetzt einmal durchs Sternum, durchs Brustbein durch. Was? Durch die Mitte, durchs Brustbein, da wird eigentlich aufgesägt. Okay, echt? Ich hab's entfernt gleich. Ich hab's gleich entfernt. Moment, nur noch hier. Ja, ich hab's geschafft. Es ist offen. Was machen wir eigentlich? Säge wegnehmen. Ist es eine Herz-OP? Ja. Müssen nicht die ganzen Rippen weg? Nein, nimm einfach alle raus. Echt? Okay. Mit der Hand? Mit der, okay. Ich glaube, ja. Mit der Hand ohne Handschuh. Ja. Mit der Rolex. Ich hoffe, ich muss sie nicht mehr zunehmen, mit ne? Mit der Hipster-Uhr dran. Ich glaube, ich muss noch mehr aufmachen, kann es sein? Warte, vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Kann ich die mir... Eine, was musst du überhaupt operieren? Das Herz, glaube ich. Ich dachte, das wissen Sie, verdammt. Ah, ich hab's. Okay, gut. So, jetzt Konzentration. Das ist normal, der Patient oder? Patient verliert Blut, du musst schneller sein. Was muss ich denn machen? Blutung stillen. Wie denn? Mit was denn? Knochen rausnehmen, jetzt. Ich kann nicht. Verdammt. Nein, ist die Säge weg. Oh. Ich krieg's nicht. Ja, ich hab's. Okay. Was ist das hier da oben? Ach, ein neues Herz. Darum Scheiße, geht's. Der kriegt ein neues Herz. Du musst das neue Herz einsetzen und die Lunge wieder rein. Oh mein Gott, das sagst du mir jetzt? Okay, also weiter geht's. Ich muss die Rippen noch abkratzen. Ja, alle Rippen raus. Oh, also nochmal die oszillierende Säge nehmen hier rechts. Oszillierende Säge. Ja, eine Rippe nach der anderen vorsichtig heraustrennen. Oh, weißt du eigentlich, wie schwer das ist? Am echten Menschen ist es einfacher. So, Moment. Ja, noch da oben. Oh, ups, oh mein Gott. Die Hälfte des Blutes ist noch übrig. So, okay. Jetzt muss ich das her... Was ist denn das hier? Muss ich das auch durchcutten? Das ist die Speiseröhre und der Magen. Vielleicht kann man die zur Seite legen. Gibt es irgendeinen Haken? Ich glaube, du nimmst das Spiel zu ernst. Süß. Cool, das Blut... Nee, das Blut sinkt. Warte, vielleicht kann ich auch irgendwie die Spritze reinhauen. So ein paar. So, ist das gut? Hat das was gebracht? Gott.
Er verliert jetzt massiv Blut. Nein, scheiße! Da oben ist eine Blutkonserve. Ja, wo, was? Eine Blutkonserve, vielleicht kann man die verabreichen. Oh, das siehst du. Er braucht's jetzt. Ja, Blutverlust. Ja, bitte mach mir keinen Druck. Ich kann nicht. Die Blutung ist ziemlich stark. Ja, ich weiß. Schnell den Beutel nehmen. Ich kann da nicht hin. Warte, ich versuche jetzt schnell die Spritze rauszunehmen, okay? Schneller. Ja, ich weiß, es tut mir leid, warte mal. Jetzt ist der Blutfluss okay, immer noch hoch. Die Blutung ist noch nicht gestoppt. Scheiße. Kann ich das Herz jetzt einfach rausrupfen? Ich brauche Anweisungen. Okay, die Blutung wird schwächer, trotzdem schnell, zügig voran. Aber was muss ich denn jetzt machen? Am Magen vorbei. Aber wie? Ich glaube, den Magen auch wegschneiden. Echt? Hier links zum Skalpell. Sind Sie sich das sicher? Ja, zum Skalpell. Zum Skalpell? Okay, so, und jetzt schön die Speiseröhre durchtrennen. Oh Gott, ey, der arme Patient. Okay. Scheiße. Da unten ist es jetzt ey, so eine starke Blutung. War keine gute Idee, Herr Doktor. Okay, jetzt ist Herr Doktor! Massiver Blutverlust. Der Patient verreckt. Blutung schnell irgendwie stillen. Ja, aber ich weiß nicht wie, vielleicht die Finger reinstecken. Meinst du, das könnte funktionieren? Ich glaube ja nicht. Okay, jetzt massiver Blutverlust. Oh mein Gott, Loch im Herzen. Das Herz muss jetzt raus. Und sofort, ich weiß aber nicht wie. Und sofort ersetzt werden. Okay, kritischer Zustand, Reanimationsbereitschaft. Nein! Scheiße! Nein, okay. Der Patient, wir verlieren ihn! Herr Doktor, habe ich mich gut geschlagen. Wir müssen es nochmal machen, oder? Patient tot. Brutaler Mord in gerade mal 8 Minuten. Nochmal! Okay, erklär mir mal, wie es geht. Herr Doktor, geht es Ihnen nicht gut? Wie greife ich jetzt zu? Du musst erstmal die Hand drehen. Ja, nein, nein! Nein! Hä? Du hast dir die Spritze selber gegeben! Ups. Ich kapier's überhaupt nicht. Warte mal ganz kurz, darf ich noch was machen? Jetzt hab ich's doch. Ich muss nur ganz kurz was machen. Nee. Warte. Darf ich ganz kurz was machen? Ich will nicht mitspielen. Ja. Hör auf, sie zu streicheln! Weitermachen und Neustart. Mach du. Du machst die OP. Okay. Also, Neustart. Führen Sie eine Herztransplantation durch, Dr. Knu. Jetzt. So. Perfekt. Die Hand drehen und dann einmal schön durchs Brustbein. Gerader Schnitt. So. Sehr gut. Okay, jetzt kommt zu einer Blutung. Schneller. Ich glaube, ich muss komplett alles rausmachen, oder? Brustbein. Hilfe, es hängt fest, Herr Doktor. Oh, also, Entfernung aller Rippen, schnell und zügig. Ich bin ja dabei. Brauchen wir die Lungenflügel noch? Braucht kein Mensch. Raus damit. Wir müssen jetzt erstmal raus, zum Herzen zu kommen. Ein Lungenflügel zumindest. Versuchen Sie, die Lunge zu bergen. Oh Gott. Und zum Herzen vorzudringen. Die Zeit läuft. Ja, ich weiß. Weiterer Blutverlust. Oh Gott. Jetzt. Jawohl. So, okay. Gut, jetzt noch den Magen zur Seite. Wie kriege ich den weg? Wahrscheinlich muss ich den da unten rausreißen, kann es sein? Ich werde jetzt den Hammer nehmen. Darf ich? Nein, Hilfe, nein, Hammer, bleib! Konstanter Blutverlust. Ja, ich weiß. Den Patienten auch zur Strecke. Also schnell und zügig weiterarbeiten. Verdammt, Mann! Ich muss doch nur an diesen blöden Darm da unten. Dann habe ich es doch geschafft. Ich muss nur das Herz rausholen, das andere reinlegen. Dann haben wir es. Vielleicht geht's mit dem Bohrer. Mal zum Bohrer greifen. So, und jetzt langsam mit der Bohrmaschine die obere Rippe hier rechts. Yes! Okay, perfekt. Jetzt aber das da unten muss doch weg. Weg mit dem Bohrer. Das da unten muss doch weg. Ja, stimmt. Okay, die unteren beiden Rippen auch noch. Ich probier's jetzt. Okay, oh die Gott, Zeit läuft uns davon. Schneller. Nein, sag das nicht. Komm schon. Der Patient stirbt, Mann. Nimm die Adrenalinspritze. Welche? Du musst ihn wieder beleben. Welche? Beide. Scheiße, ist eine Schere. Machen Sie auf, Mann. Das ist ein Scheißspiel. Komm rein, letzter Versuch, okay? Okay, ich brauche ein anderes Skalpell. Und dann abtrennen des Ösophagus. Das war's. Der Speiseröhre. Wie heißt das? Ösophagus. Das Ösophagus. Jetzt müssen wir das abtrennen. Das haben wir nämlich die ganze Zeit falsch gemacht. Konzentration. Oh nein, Konzentration. Im Moment, jetzt. Okay, ein schöner Cut. So. Ein schöner Cut. Ja, okay. Jetzt noch hier oben. Ja, nein, ja, oh ja. So, sehr gut, die Speiseröhre bergen. Den Schlauch hier raus. Okay, die heiße Phase bricht an. Oh, nicht runterfallen. Ja, welche muss ich durchschneiden? Aufsteigenden. Oh nein, welche muss ich durchschneiden? Sag mir, welche ich durchschneiden muss. Die Gefäße, die nach oben gehen. Okay. Genau. Oh ja, okay, Moment, warte. Ja, das liegt frei, es liegt frei. Und jetzt muss ich es rausholen. Nein, ja, nein, ja, nein. Nimm es. Ich schwitze. Und jetzt ist neu rein. Wenn ich es jetzt runterfallen lasse, drehe ich durch. So, und jetzt wieder richtig herum einsetzen. Ja! Gratulation. Und wenn ihr die nächste OP sehen wollt, dann wollen wir Hufen nach oben da haben. Dann sagen wir Ade mit E. Maschi. Peace out.